ist TikTok besessen. Willkommen zu dieser heutigen Geschichte auf einer warmen Begebenheit. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich will mitgucken. Was, Fridolin, du willst mitgucken? Ja, dann komm. So, Fridolin will unbedingt mitgucken. Da sagen wir natürlich nicht nein, mein Lieber, ja? Los geht's mit dieser Geschichte. Warum ist hier noch ein Paket für dich? Oh ja, es ist angekommen. Darauf habe ich gewartet. Das ist lächerlich. Ich schwöre, du verschwendest nur deine Zeit mit dieser dummen App. Du kaufst nutzloses Zeug. Erstens sind diese Dinge nicht nutzlos. Das sind... Die klingt wie ein Chipmunk, wie ein kleiner Hamster, ihre Stimme. Okay, die Synchronisierung ist egal. Auf jeden Fall, sie hat sich hier was bestellt. Laut dem Vater nutzloses Zeug. Wahrscheinlich von irgendwie von Wish oder von diesen ganzen Billig-Apps, ja, von denen man immer Sachen bestellen kann. Coole Sachen, die ich auf TikTok gefunden habe. Hm. Und zweitens ist es mein Geld. Ich bitte dich ja nicht dafür zu bezahlen. Was bringt es, einen Job zu haben, wenn du nur Zeit und dein Geld verschwendest mit Dingen, die niemand braucht? Okay. Sie hat sogar einen Job. Wahrscheinlich irgendwie, ja, einen kleinen Nebenjob auf jeden Fall. Und all ihr Geld buttert sie in diese Produkte. Ja, wahrscheinlich diese China-Produkte, die man immer auf TikTok sieht. Oh ja, und bestellt eine Sache nach der anderen. Ich bin mal gespannt, um welche Sachen es geht. Worüber streitet ihr beiden euch jetzt? Papa ist sauer, dass ich Geld ausgebe, das ich selbst verdient habe. Nein, ich bin nur frustriert, dass sie ihr Geld für nutzlose Dinge verschwendet, die sie im Internet findet. Also beide muss man da sagen, ne? Einerseits ist das natürlich ihr Geld, das ist so, ja, das ist ihre Entscheidung, wofür man das ausgibt. Andererseits ist sie natürlich sehr jung und kann noch nicht direkt bestimmen so, okay, ist es wirklich gut angelegtes Geld. So, er ist halt schon erwachsener und weiß, okay, es ist definitiv schlauer, Dinge zu investieren, die dir halt im Leben ein bisschen was bringen und nicht nur nutzloses Zeug. So, ne, und ja, bin ich hin und her gerissen. Man sollte so ein bisschen hören, was ihre Eltern sagen, aber klar darf sie sich ab und zu von ihrem Geld natürlich auch was Gutes gönnen, so, ne. Das sei ihr natürlich dann auch, da hat sie sich verdient. Okay. Können wir mal einen Gang runterschalten, bitte? Mhm. Schatz, vielleicht solltest du nicht so viel Geld ausgeben. Mhm. Versuch doch wenigstens einen Teil zu sparen. Richtig, einen Kompromiss finden. Du kannst dir ab und zu ja Dinge kaufen, die du gerne haben willst, aber versuche auch ein bisschen was zu sparen oder für gute Dinge, für clevere Dinge auszugeben. Und vielleicht nimmst du es ein bisschen leichter. Ja. Wie sie sagte. Da macht die Mutter sehr gut gerade. Genau den Mittelweg finden, ne? Es ist ihr Geld. Der Mittelweg. Genau, der Mittelweg. Ich kann nicht glauben, dass du sie auch noch bestärkst. Als ich in ihrem Alter war, hat mein Vater mich gezwungen, zur Miete beizutragen. Und das hat mir Finanzdisziplin beigebracht. Ja, okay, aber dass sie jetzt nicht die Miete in ihrem Alter mitbezahlen soll und so. Das waren mal früher auch andere Sitten, ne? Nur was früher so ist, muss ja nicht heute genauso sein, Freunde. Wir entwickeln uns ja auch irgendwie weiter. Und ja, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben so, ne? Aber dass er mal was sagt, ist auch fair. Weißt du, vielleicht müssen wir ihr genau das beibringen. Komm schon, Daniel. Das meinst du doch nicht im Ernst. Unsere Tochter soll Miete zahlen? In ihrem Zuhause? Das ist auch ein bisschen übertrieben, finde ich. Also, ja, da muss man auch ein bisschen realistisch sein, dass jetzt nicht so eine kleine Tochter irgendwie da noch groß die Miete mitbezahlen soll. Wenn ich den Schnickschnack sehe, den sie kauft, dann finde ich das eine super Idee. Sie ist so voll empört, so die Tochter. Ja, beides, ne? Also, der übertreibt jetzt auch so ein bisschen, ne? Oh nein, jetzt ist sie auf der Arbeit auch. Wo ist die Lasagne? Okay, sie arbeitet, okay, das scheint ihr Nebenjob zu sein. Sie ist als Nebenjob irgendwie in der Küche oder in irgendeiner Mensa und soll jetzt eine Lasagne kochen. Ist sie fertig? Ja, ich glaube schon. Oh nein, die ist verbrannt. Oh. Sie ist immer noch im Ofen? Sie war schon vor 10 Minuten fertig. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Sie ist verkocht. Ja, die ist komplett verbrannt. Was sollen wir jetzt machen? Der Kunde wartet. Meinst du etwa, wir fangen jetzt wieder ganz von vorne an? Ja, es sieht irgendwie aus wie in einer Kantine oder sowas. Weil sie am TikTok, weil sie am Handy hing und TikTok geguckt hat, hat sie natürlich verpasst, dass die Lasagne fertig ist. Und nun war die zu lange im Ofen. Bestellt unnötige Dinge, versaut ihren Job, Lasagne verbrannt. Vielleicht sollst du ein bisschen weniger am Handy sein. Tut mir leid. Sorry hilft uns hier überhaupt nicht, oder? So führe ich mein Restaurant nicht. Ich verstehe. Es war keine Absicht. Ich war nur abgelenkt. Mhm. Oh ja. Abgelenkt von TikToks auf deinem Handy. Kennen wir aber alle. TikTok macht schon sehr süchtig. Und ich kann mich da auch nicht rausnehmen, Leute. Wenn man manchmal da hängt und dann so die ganzen Videos durchscrollt. Ja, das geht sehr, sehr schnell, dass man da echt, ja, süchtig wird nach dem nächsten Video und einfach sich ein bisschen in der Zeit verliert. Sehr gefährlich, Leute, ne? Guckt eure El-Maggi-Videos
Und dann auch mal wieder eine Handypause. Nein, Spaß, auch LMAG-Videos. Na, muss man sich auch mal eine Auszeit von gönnen. Ich hab's gesehen, als ich reinkam. Das war das dritte Mal, Sabrina. Und letzte Mal. Ah, ich hab gedacht, sie will das Handy haben, so. Handy jetzt erstmal weg. Damit sollte man das vielleicht erstmal versuchen, dass Handyverbot am Arbeitsplatz ist. So, sie hat jetzt ihren Job verloren, ja. Wahrscheinlich, weil die Chefin ihr auch schon mehrmals gesagt hat, leg das Handy jetzt endlich weg. Und es nervt, wenn Leute jetzt so ständig am Handy sind, denn jetzt bei der Arbeit, ne? Und deswegen hat Sabrina jetzt ihren Job verloren. Aber man kann es natürlich auch nett mit ihr besprechen, ne? Ich vermute... Gab wohl keine Lasagne dann für die Kunden. Dass Papa es noch nicht weiß? Ich warte, bis er nach Hause kommt. Ich habe Angst, wie er reagiert, wenn er es herausfindet. Oh. Achtung, anschnallen. Das wird nun sehr unbequem. Mhm. Hey, Schatz, ich. Oh nein, Sabrina ist zu Hause und die sollte jetzt eigentlich bei der Arbeit sein. Oh, das gibt Ärger. Und der Papa ist natürlich so ein Geschäftsmann und so. Ja, wie gesagt, ne, man sollte da so einen Mittelweg finden, finde ich. Natürlich darf sie am Handy sein, natürlich soll sie sich auch ein paar TikToks angucken und sie darf auch ein paar Produkte bestellen, aber immer ein gesunder Mittelweg, weil zu viel ist auch nicht gesund, Leute. Sagt ihr mal, wie viel seid ihr so am Handy? Was ist so eure Bildschirmzeit? Das würde mich mal interessieren. Schreibt so gerne in die Kommentare, was eure Bildschirmzeit ist. Meine ist auch nicht gerade so wenig. Also ich bin hier, ne, manchmal ein kleiner Besserwisser am Video drehen, so, ne, aber ich bin auch bei vielen Sachen nicht besser, Leute, also... Was machst du zu Hause? Solltest du nicht bei der Arbeit sein? Schatz, komm doch erstmal an, oh, dann können nein. wir... Warum ist sie hier? Naja, schau. Ah, raus mit der Sprache jetzt, aber das gibt natürlich ordentlich Ärger. Meine Chefin hat mich gefeuert. Das ist der vierte Job, von dem du entlassen wurdest. Der vierte Job? Wow, das muss man erstmal hinbekommen. Aber wahrscheinlich, weil sie nur während der Arbeitszeit am Handy hängt. Weniger als einem Jahr. Okay. Was ist dieses Mal passiert? Nichts. Ich war nur abgelenkt. Okay, lass mich raten. Mit abgelenkt meinst du hast wieder deine Zeit verschwendet auf dem Handy, oder? Und lüg mich nicht an, weil ich einfach deine Chefin fragen kann. Technisch gesehen ist sie nicht mehr meine Chefin. Gute Antwort von ihr. Ja, sie ist ja gar nicht mehr meine Chefin. Also Ex-Chefin. Was war das? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir leid, dass ich deine Ansprüche nicht erfülle, okay? Nicht nur meine Ansprüche. Du musst deinen eigenen Standard entwickeln und... kannst du mal für eine Sekunde damit aufhören? Sie reibt weiter in den Käse, weil sie natürlich die Situation auch stresst. Also ist hier natürlich, mir tut natürlich die Tochter auch ein bisschen leid, weil sie meint, das ist sicherlich nicht böse. Und die Lasagne, bis auf das ist ein bisschen angebrannt, sah auch nicht so schlecht aus. Aber wiederum kann ich auch den Vater verstehen, sondern er natürlich einfach möchte, dass die Tochter mal einen Job durchzieht und nicht nur am Handy ist, ne? Aufhören, wir müssen darüber reden. Ich muss den Käse fertig reiben für die Enchiladas. Mit dieser Reibe dauert es ewig. Mom, warte, ich hab was, das dir helfen wird. Okay, warte mal. Sie hat jetzt, pass auf. Leute, ich sehe ja immer gerne in die Zukunft. Sie hat bestimmt bei TikTok mal ein Produkt bestellt, was super hilfreich ist für Käsereibe. Ja, wenn es hilfreiche Produkte sind, die deinen Alltag einfacher machen oder deine Sachen schneller fertig machen, dann ist es ja okay. Man könnte daraus natürlich, vielleicht macht sie selber ein Produkt oder sie macht selber TikToks oder so. Also man kann das natürlich auch zum Guten wenden, ja? Bin noch nicht fertig. Warum musst du so hart zu ihr sein? Mhm. Warum reibst du den Käse, während ich rede? Warum reibst du den Käse, während ich rede? Hör auf, den Käse zu reiben währenddessen. Käse für die Enchiladas reiben. Oh, Enchiladas sind lecker. Versuch das. Ich hab's gerade gekauft. Warum kauft sie? Sie kocht nicht mal. Ah gut, beruflich kocht sie, aber in der Küche, sie Hauptsache erstmal eine Käsereibe kaufen. Okay, sie kauft echt nutzloses Zeug, aber in dieser Ausnahme mal ist es wirklich nützlich. Wow, das ist unglaublich. Wo hast du es gefunden? Auf TikTok. Natürlich hast du das. Ich wünschte, du hättest mir früher davon erzählt. Das ist so cool. Können wir? Können wir bitte jetzt nicht mehr über Küchengadgets reden? Aber mal gucken, ob die Tochter was daraus macht, weil das... Guck mal, jetzt die Mutter findet das ja gar nicht so schlecht. Wir für eine Sekunde aufhören, über Käse zu reden. Du wurdest von deinem Job gefeuert. Wir müssen anfangen, darüber zu reden. Papa, ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich weiß, dass ich vom Restaurant gefeuert wurde. Und dem Babysitter-Job. Und von H&M. Und La La Land. Okay, H&M, La La Land.
Weiß nicht, was das ist. Ist das auch ein Klamottenladen? Und? Ja, vom Café auch. Aber keiner dieser Jobs hat mich begeistert. Ich hätte an keinem von ihnen Freude. Ah. Was? Beides, ja. Also man kann... Also natürlich ist es schön, wenn man ein bisschen Freude hat, aber jeder Job, egal wie viel Freude, glaube ich, einem das bereitet, gibt es mal Tage, wo man auch keine Lust hat. Also man darf auch nicht zu naiv an die Sache rangehen. Ne? Ein Job macht nicht jeden Tag Spaß. Aber wenn sie was findet, was sie so ein bisschen erfüllt und wenn sie diese anderen Jobs gar nicht erfüllt hat, dann ist es vielleicht wirklich nicht das Richtige für sie. Weißt du, was wichtiger ist als Leidenschaft? Rechnungen zu bezahlen. Aber stimmt, man kann davon seine Rechnung nicht bezahlen. Ich hätte das schon vor langer Zeit tun sollen. Von nun an bist du für $500 der Miete verantwortlich, für jeden Monat. Was? Selbst wenn ich arbeiten würde, wäre das der Großteil meines Gehalts. Gut, das sollte dir etwas Verantwortung beibringen. Ah, das ist natürlich auch ein bisschen hart. Ne, also ich glaube nicht, dass das ihre Aufgabe ist, die Miete zu bezahlen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Anstatt Zeit zu verschwenden und Geld für eine blöde App. Komm schon, Daniel, du bist zu hart zu ihr. Nein, bin ich nicht. Mit 16 hatte ich meinen ersten Job. Oh, 16 ist sie schon. Sie sieht ein bisschen jünger aus. Ab 18 habe ich Miete gezahlt. Sie ist 19. Ach, sie ist 19? Okay, sie ist sogar schon volljährig. Heute ist der dritte. Ja, mit 19 ist er schon ausgezogen. Da ist er schon zweimal in den Krieg gegangen. Ja, früher waren die immer härter, ne? Die Miete ist am 1. jeden Monats fällig. Ich schlage vor, dass du dich schnellstens anfängst zu bewerben. Ja, ist sehr hart natürlich, ne? Hier steht, dass sie in letzter Zeit ziemlich viele Jobs hatten. Oh, ja, ich habe oft gewechselt. Ah, das kommt natürlich nicht gut an, wenn sie bei jedem anderen Job immer ganz kurz nur war. Ja. Das ist leider eine Art Warnsignal für uns. Na, normal ist das ein Warnsignal. Wir brauchen jemanden, der zuverlässig ist. Sind Sie eher auf der Suche nach Teilzeitarbeit? Nein, Vollzeit. Auf jeden Fall langfristig. Sonst bringt mich mein Vater um. Okay, jetzt hat sie natürlich verraten, dass das natürlich nur, dass sie das nur wegen ihrem Vater macht. Sie haben dieses Feld hier, das nach Hobbys fragt, ausgelassen. Gibt es etwas, das Sie leidenschaftlich gerne machen? Moment. Zählt TikTok? auch nicht gut, weil er weiß, oh, wenn die Leute immer am Handy hängen, die Mitarbeiter. Oh nein, den Job bekommt sie nicht. Ich hab's im Gefühl, Leute, den Job bekommt sie ganz und gar nicht. Oh nein. Ich glaube, das war's. Na, sie bekommt keinen Job mehr, weil diese Fluktuation bei jedem Job nach 2 Wochen wieder raus und TikTok als Hobby anzugeben. Vielleicht sollte sie das aus dem Lebenslauf rauslassen. Das ist die harte Realität. Pornshop. Die sind in Amerika so. Das ist ja so in Amerika so ein Ding, wo dir Sachen also benutzte Sachen abgekauft werden, quasi und die weiterverkauft werden. Freunde, ganz kurz einmal die Grüße. Grüße gehen diese wieder raus an die Margangster, an Tim, an Jan Becker und an Lea. Wenn du nicht für die auch Grüße werden willst, folgt mir einfach auf Instagram und schreib entweder einen Kommentar oder eine DM, Freunde. Ich suche mir dann 3 Leute raus, die im nächsten Video gegrüßt werden. Oh nein. Oh, das war's mit der Bewerbung. Ja, jetzt hat sie da auch noch 2 Sachen runtergeworfen, die natürlich auch einen gewissen Wert hatten. Und wenn sie das natürlich sieht, sieht sie, okay, die ist tollpatschig, die wirft hier nur Sachen um. Die ist auch raus. Nein. Schwierig. Aber nicht aufgeben. Immer weiter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Niemand will mich einstellen. Bleib einfach dran, okay? Mach dir keinen Stress. Ja, sie wird irgendwie, glaube ich, was mit TikTok oder so beruflich dann machen. Sie wird vielleicht selber TikToks anfangen zu drehen oder irgendwas mit den Produkten, selber ein Produkt entwickeln oder so, weil das ist ja ihre Welt. Sie sieht ja, dass da, das mag sie. Wie soll ich mir keinen machen, wenn ich $500 Miete zahlen muss? Ja, meine NFC-Sticker sind endlich da. Was ist los? Es ist eine riesige Spinne, hol mir ein Taschentuch. Apropos Spinne, da muss ich euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen.
Ich habe drei fette Spinnen. Und zwar diese fetten Spinnen, die immer so im Oktober... Winkelspinnen heißen die, genau, Winkel, ihr wisst schon. Diese richtig fetten. Nicht die mit den... Nicht Weberknechte mit den langen Beinen, sondern auch die so einen fetten Körper haben. Die sind zwar nicht gefährlich. Also ich habe gehört, die können beißen, aber die kommen nicht durch die menschliche Haut durch. Aber die können theoretisch beißen. Auf jeden Fall sind die sehr eklig. Und dreimal sind die in meiner Wohnung gewesen. Das hat nicht aufgehört. Ich habe gedacht, hier hat jemand irgendwie Spinnen vor der Tür ausgesetzt, die jetzt alle in die Wohnung krabbeln. So, und ich bin kein... Also ich mache die auch selber weg. Ich mache da Glas drauf, dann schiebe ich da was runter und dann werfe ich die raus. So, ich will sie auch nicht töten, die arme Spinne. Aber ein bisschen ekelt sich doch jeder vor Spinnen, oder? Seid doch ehrlich, ein bisschen ekelt sich jeder. Und ich hatte drei von diesen fetten Teilen in der Wohnung. Ich bin wirklich... Ich habe langsam den Hals voll von Spinnen. So, deswegen kommt mir das jetzt noch gerade recht. So, auf jeden Fall, Mutti hat Spinne gesehen. Sie hat irgendwelche NFC-Sticker bestellt. Und ich bin gespannt, was sie damit macht. Relax, Mom. Ich habe das perfekte Ding dafür. Sie hat halt für alles ein Gadget. Was ist das? Es ist ein Copperbug. Es ist auch auf TikTok. Dann müssen wir sie nicht töten. Wow. Okay, aber die kauft ja wirklich alles. Das kann nützlich sein, aber ganz selten. Aber die bestellt ja wirklich alles. Unglaublich, welche coolen Dinge du da findest. Ja. Oh, schau dir das an. Das bestelle ich als nächstes. Und mit der TikTok-Shop-Funktion kann man direkt übers Video kaufen. Wow, das Video hat über 1 Million Aufrufe? Ja, diese Inhalte sind sehr beliebt. Und manche Leute machen damit sehr viel Geld. Das sind so Dropshipping-Produkte. Die werden halt günstig in China produziert und dann werden die für, keine Ahnung, 10, 20 Euro verkauft. Und die machen halt sehr, sehr viel Geld damit, weil die Leute das halt kaufen. Also passt immer auf, dass ihr euch nicht abziehen lasst. Nur weil ihr ein tolles Produkt seht, erstmal müsst ihr euch fragen, braucht ihr es wirklich? Und dann müsst ihr euch fragen so, ist der Preis nicht vielleicht ein bisschen zu hoch und kriege ich das auf irgendwelchen anderen Seiten 10-mal günstiger? Viele Leute lieben Produktbewertungen. Hey, wie liefen die Interviews? Der Vater interessiert sich nur für, du musst arbeiten, du musst Miete zahlen. Einen Job gefunden? Ich arbeite dran. Bisher erfolglos. Ah ja, das überrascht mich gar nicht. Ich meine, wer wird dich einstellen, wenn du dauernd Jobs wechselst? Sie gehen davon aus, dass etwas nicht stimmt. Der ist echt knallhart, der Vater. Erzähl mir bitte nicht, dass du noch mehr Sachen gekauft hast, obwohl du noch nicht mal einen Job hast. Ich meine, denkst du überhaupt nach, wenn du diese Dinge kaufst, oder hat diese App dein Gehirn völlig aufgeweicht? Aber es ist ja klar, sind da vielleicht mal nützliche Sachen, aber so viel bestellen, das ist wirklich, kann nicht nötig sein. Du verbringst so viel Zeit auf TikTok, dass man glauben könnte, du wirst dafür bezahlt. Aber stattdessen verschwendest du dein Geld. Moment mal. Das Video, das du mir gezeigt hast, das über 1 Million Aufrufe hatte, hat das Mädchen Geld damit verdient? Wahrscheinlich. Ah, jetzt fängt sie selber mit Dropshipping an. Also, ja, dass sie selber vielleicht einfach Produkte entwickelt, weil sie hat vielleicht gute Ideen für Produkte oder hat natürlich sehr, sehr viel gesehen und kann selber was entwickeln. Viele Leute verdienen Geld mit TikTok. Aus Aufrufen, Provisionen. Also, warum versuchst du es nicht? Oh ja, großartig. Das ist so eine tolle Idee. Ich meine, lass sie doch noch mehr Zeit auf diesem Ding verbringen. Obwohl, ja, also, aber sie wird sich da ja auskennen. Sie ist ja voll in dieser Materie drin. Und dass er damit jetzt anfängt, macht wenig Sinn. Oder dass er jetzt irgendwas mit TikTok macht, weil er kennt sich halt mit selbst gar nicht aus. Aber sie, in jungen Jahren, hat sie schon so viel Ahnung von dieser App. Sieht auch, okay, was läuft gut, was läuft nicht so gut, dass sie halt, ja, da auch vielleicht beruflich was machen kann. Was kümmert's dich, wenn es doch ihr Job ist? Aber Dropshipping, kann ich euch sagen, ist sehr, sehr hart. Erstmal, weil es sehr, sehr viele Produkte gibt, weil das sehr, sehr viele Menschen professionell machen und weil es natürlich immer so eine Frage ist, wie moralisch das gerechtfertigt ist, ein Produkt für 5 Cent zu kaufen und dann für 20 Euro zu verkaufen. Ne? Das gibt zwar gute Margen und es ist legal, es ist nicht illegal, aber ne, ob das so cool ist, weil es ist halt so ein bisschen scammt, also zieht man die Leute schon so ein bisschen ab. Ne? Du willst doch, dass sie Geld verdient, oder? Also lass sie es versuchen. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie Videos gemacht. Und es gibt so viele Leute, die schon Produkte testen. Man muss auf jeden Fall dranbleiben. Du darf nicht nach einer Sache aufgeben. Das ist genauso wie mit YouTube. Du darfst nicht nach einem Video aufgeben, sondern du musst immer weitermachen, immer weitermachen. Echt? Sie wird überhaupt nichts davon profitieren. Hey, sei doch optimistisch. Ich möchte dich etwas fragen. Hast du eine Leidenschaft für TikTok? Ja, es ist eines der wenigen Dinge, für die ich mich interessiere. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass kein anderer Job hier geklappt hat. Na dann glaube ich, wenn du deiner Leidenschaft folgst, wird es immer zum Erfolg führen. Und? Wirst du es versuchen? Es ist halt, ja, da ist was dran, sicherlich. Man muss, dass man seiner
seiner Leidenschaft folgt und so weiter. Aber wenn jetzt die Leidenschaft ist, Computer zu spielen oder nur auf TikTok zu scrollen, das halt intensiv zu machen, kann halt auch schlecht werden, so, ne? Und TikToker oder YouTuber zu werden, Freunde, ist halt nicht super easy. Jeder soll das versuchen und man kann dranbleiben und es nebenbei machen und sein Glück versuchen, aber niemals alles auf eine Karte setzen. Das kann ich euch dazu sagen, ja? Versuchen halt viele. Und wenn es nicht funktioniert, ich habe nur noch 2 Wochen, bis ich Papa $500 zahlen muss. Wenn es nicht klappt... Ja, der Vater so, 2 Wochen. Die Zeit läuft, Madame. Ich gebe dir die $500. Wow, warte, nein. Das verfehlt den Zweck. Ich versuche, unserer Tochter Finanzdisziplin beizubringen. Ich verdiene mein eigenes Geld und ich kann damit machen, was ich will. Dann könntest du wahrscheinlich einige dieser Dinge zurückschicken. Sie sind wahrscheinlich über $500 wert. Das ist eine großartige Idee. Ja, okay. Als ob die da Sachen über $500 bestellt hat. Das wäre krass. $500 ist ein Haufen Geld. Ja, die Mutter glaubt an sie und sagt, okay, wenn du das machst, also warum sollte sie es nicht probieren? Also, was meinst du? Was ist, wenn niemand mein Video ansieht? Das ist unmöglich. Ich werde es anschauen, damit ich über die coolen neuen Produkte informiert werde. Und dann hast du schon einen Aufruf. Und deinen Vater lasse ich auch zuschauen. Von wegen. Das passiert nicht. Pass auf, in einem Jahr verdient sie mehr als ihr Vater. Das wäre witzig. Er wird keine Wahl haben. Ich mache es von seinem Handy. Also, was meinst du? Du kannst jederzeit versuchen, einen anderen Job zu finden im Restaurant oder... Ich mach's. Eigentlich muss ich gerade jetzt ein Produkt bewerten. Ich hole es. Ja. Wann hast du sie jemals so begeistert gesehen, wenn es um einen Job ging? Wer weiß, vielleicht wird sie erfolgreicher als du. Habe ich gerade gesagt. Also noch hat er eine große Klappe, aber glaub mir, wenn du das gut machst, Dropshipping, dann kannst du damit viel Geld verdienen. Das ist klar. Mit der Unterstützung ihrer Mutter beginnt Sabrina mit ihren ersten TikToks. Genau das Teil habe ich gesehen. Das Ding, was selber umrührt. Aber die Frage ist, klar, damit kann man Leute so begeistern und die denken sich so, ah, wie praktisch. Aber wenn du dir wirklich genau Gedanken machst, denkst du dir so, okay, was ist jetzt daran so schlimm, einfach ab und zu mal umzurühren? Also das kriegt ja wohl noch jedes Kind hin. Aber es wirkt halt auf den ersten Moment sehr praktisch und dann kaufen es viele Leute. TikTok-Videos. Sie rezensiert coole Produkte, die sie online findet. Obwohl es anfänglich lange dauert, ist Sabrina glücklicher denn je, da sie ihre Zeit in etwas investiert, das sie tatsächlich inspiriert. Ach so, sie kauft Produkte, die schon am Markt sind und kriegt dann wahrscheinlich pro Verkauf oder so eine Provision und davon lebt sie. Sie filmt sich bei der Bewertung... Ja, sie macht Reviews. Okay, sie bewertet quasi die Produkte. Von vielen Produkten. Okay, interessant. Sabrina bearbeitet ihre Videos und beginnt sie auf TikTok zu veröffentlichen. Mhm. Während ihr Vater immer noch denkt, dass es eine reine Zeitverschwendung ist. Nö, also selber welche zu machen, ist ja schon besser. Aber er weiß noch nicht, dass Sabrina ihm bald das Gegenteil beweisen wird. Eines ihrer ersten Videos erreichte über eine... 141.000 Likes, 11.200 Kommentare. Ja, wo sie halt das rezensiert. Halbe Million. Sabrina unboxes... It all. Also Sabrina, ja, packt alles aus oder unboxt es alles. So, ihr wisst, was unboxed heißt, glaube ich. Und macht so Gadgets und so. Und die sind dann wahrscheinlich in ihrer Bio oder so verlinkt, vermute ich mal. Aufrufe. Ihre Mutter kann es kaum glauben. Und dann, ein paar Wochen später, überrascht Sabrina alle. Okay, der erste des Monats. Hast du die Miete oder... Hast du deinen Venmo nicht geprüft? Ich habe es am Morgen geschickt. Venmo? Ich glaube, das ist sowas wie PayPal. Nein, ich habe keine Benachrichtigung erhalten. Oh, mein Akku ist leer. Ich habe gestern Nacht vergessen, es zu laden. Hier, ich zeig's dir. Dad, for rent? Ja, Venmo ist sowas wie PayPal. Krass, kenne ich gar nicht. $3.000 hat sie geschickt. Direkt sechsfach? Für ein halbes Jahr schon? $3.000? Aber das ist... Für die nächsten 6 Monate. Ja. Ich wage zu behaupten, dass die Produktbewertung gut läuft. Die hat 3.000 einfach bezahlt. Du hast das alles über TikTok gemacht? 3.000? Mit 19? Wow. Deine Mutter hat recht. Wenn du deiner Leidenschaft folgst, führt es zum Erfolg. Ja.
Moment, TikTok kann dich nicht feuern, oder? Nein, Papa, darüber musst du dir keine Sorgen machen. Da musst du aber am Ball bleiben. Und du musst auch an Tagen, wo du keine Motivation hast, dich selber aufraffen und weitermachen. Lass mich mal dein Telefon sehen. Okay. Was macht das kleine Ding? Es ist ein kompaktes, tragbares Ladegerät. Du brauchst kein Kabel. Es lädt deinen Akku komplett voll. Oh, warte. Dieses kleine Ding lädt mein Handy auf? Ja. Powerbank nennt sich das. Das gibt's auch schon ein paar Jahre. Ja. Wow. Ich glaube, ich muss anfangen, deine TikTok-Videos zu schauen, oder? Hey, du musst nur wissen, dass ich immer nur das Beste für dich will. Ich bin stolz auf dich, Schatz. Oh, und ich bin ein wenig neidisch, dass du Homeoffice machen kannst. Tja, das hat er nicht. Aber er hat jetzt seine Ansicht sehr gewechselt, weil sie hat ihn davon überzeugt, hey, ich kann auch damit Geld verdienen. So, ne? Er hat selber überrascht, er hätte, glaube ich, ein bisschen netter und zärtlicher mit ihr sein können. Aber am Ende muss man halt einen Mittelweg finden und es geht sicherlich nicht bei jedem Menschen, dass man mit TikTok oder so Geld verdient. Bei einigen geht das, aber nicht bei allen. Hä? Bevor du wütend wirst, das ist alles für mein Geschäft. Wütend? Nein, ich werde gleich mal schauen, ob einige dieser Dinge mir helfen. Ja. Wie dieses Ladegerät. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Sehr schöne Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Hier könnt ihr mich auch gerne abonnieren, sonst hier ist mein Instagram. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Es kommen hier jeden Tag Videos online, ihr wisst es ja. Und dann bis morgen zu einem neuen Video. Danke fürs Anschauen. Ciao, ciao.